In der heutigen Folge von Goldwaschen mit Pionier Daniel seht ihr. Grüß Gott. Alles gut? Wo ist denn das Erde? 3 Kilometer bis zur nächsten Straße, mitten im Nirgendwo. Und? Man trifft Leute, ne? Und man trifft Leute, genau. Das ist unser neuer Hauptspot. Da waren noch nicht viele Leute, ne? Ne, da war noch überhaupt keiner. Genau. Und das Beste ist, der Sada hat per Pfeilprinzip einfach mal irgendwo im Bach reingespickt. 10 Pfannen, 9 Mal davon Gold bis jetzt. Ja, bei mir jetzt hier nicht mehr. Wir sind diesmal ins ganz östlich entlegene Bayern gefahren und haben uns dort ein Waldstück ausgesucht, in dem niemand, wirklich niemand unterwegs ist. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Pionier Daniel und Mr. Smee wieder on Tour. Diesmal östliches Bayern, Randbereich sozusagen, am Ende der Welt, kurz bevor die Landkarte zu Ende ist und wir vom Tellerrand runterfallen. In dem Gebiet sind wir gerade unterwegs, laufen hier querfeldein in der Botanik und bewegen uns jetzt zu einem interessanten Bach, den ich euch gleich näher vorstellen werde. Folgen Sie dem Weg unauffällig. Der Bach unserer Begierde war früher im Mittelalter zur Goldwäsche bekannt, ist aber dann in Vergessenheit geraten und von uns wiederentdeckt worden. Na ja, klar. Hier werden jetzt die ersten Proben genommen und wir machen auch gleich mal einen kleinen Blick auf das Material, was hier außen liegt. Das sind nämlich so Schotterterrassen, die hier abgelagert worden sind. Schaut euch mal an. Schotterterrassen entstanden durch eiszeitliche Gletscherbewegungen. Quarzgestein, Quarz, Gebirgsmaterial von den Ausläufern vom Fichtelgebirge. Ja. Mr. Smee wird jetzt mit der Pfanne und seiner Schaufel an verschiedenen Stellen Proben nehmen und dort gucken, ob wir Gold drin haben. Erste Pfanne, wir sind gespannt. Wir schauen uns jetzt hier mal die Umgebung an, die hier ziemlich hügelig ist. Das liegt immer daran, wenn in solchen Gebieten früher gegraben wurde, also oberflächlich gegraben wurde, dann sind überall solche Hügel und solche Häufchen. Das sehen wir jetzt hier am Waldbereich, alles umgegraben worden. Schaut sich mal an. Das ist dieser Schotter, der hier rumliegt. Überall solche Schotterablagerungen. Und das Interessante ist, die wurden 50 Kilometer weit transportiert durch die Eiszeit, haben sich hier abgelagert und bilden hier eine Schotterschicht. Und die schauen wir uns jetzt heute mal an, ob da in diesem Schotter Gold drin zu finden ist oder nicht. Das ist hier alles, der ganze Bereich hier ist über diese Ablagerungszone. Ganze Tal hier, alles voll mit diesen Eiszeitschotter. So, das ist meine zweite Pfanne jetzt. Schauen wir mal, ob da was drin ist. Black Sand und 2 Punkte. Ja, ne, da oben. Da und da oben. Wahrscheinlich ein wenig spiegeln. Ja. Genau. 2 Mini-Pünktchen. Saugen. Wie tief bist du? Keine Ahnung. Direkt vorm Fuß. Das Gebiet, in dem wir jetzt hier gerade unterwegs sind, ist eben überall schön mit diesen Seifen, mit diesen Goldseifen voll. Wir haben jetzt am Bach bereits mehrere Stellen angeguckt und jetzt geht es praktisch darum, wo am Bach könnte man denn eigentlich am meisten Ablagerungen finden. Dazu muss man den Bach an verschiedenen Stellen nachschauen. Und wir laufen dann immer systematisch so einen Bach ab, gucken praktisch, wo sich geeignete Stellen befinden und nehmen dann dort Proben. Wie zum Beispiel an der Stelle jetzt hier. Auch schöne steile Kurve in den Kurve, hier Ablagerungszone. Da unten gewinnt es ein bisschen an Fahrt. Und das wäre jetzt zum Beispiel so ein Bereich, wo man mal eine Probe ziehen kann.
Ja, hier sehen wir schön diese Zone, die ich meine. Perfekt. Diese schönen Flusskiessteine hier, dieser runde Kies. Schaut aus wie im Yukon. Und diese Zonen, die schauen wir uns an. Wir laufen jetzt den Bach hier einfach mal so ein Stück ab. Könnt mal gemeinsam mit mir gucken. Also da unten zum Beispiel auf dieser Kiesbank, da wäre auch eine schöne Stelle, wo man mal gucken kann, ob da was drin ist. Und ihr merkt schon, es ist hier ziemlich uneben alles. Man muss hier leichtes Gepäck haben. Also wirklich nur ganz wenig Sachen mitnehmen. Ansonsten kommt man hier nicht weit. Das ist sehr schlecht, weil dann kann man sich hier nichts anschauen. Deswegen so wenig wie möglich einpacken. So, hier ist jetzt eine Innenkurve, wo die Strömung langsamer wird. Auch hier in diesem Bereich könnte man mal eine Probe ziehen. Da drüben sehen wir wieder diese Ablagerungen, Sedimentablagerungen, Flusskies, verschiedene Gesteinsarten. Die verschiedenen Farben sind auch sehr interessant dabei. Das Rote ist immer so ja, eisenanteilig, eisenhaltig. Da gibt es übrigens noch einen interessanten Punkt. Die haben früher das Gold erschmeckt. Die haben die Materialien gegessen und haben am Geschmack erkannt, ob da praktisch Gold vorhanden sein kann oder nicht. So, inzwischen ist es ungefähr die 10. Pfanne. Und ich bin hier auf graue Lehm und roten Lehm gestoßen. Und beide Lehmarten haben Gold drin. So. Nächster. Tatsache. Ja. Da war jetzt kein Lehm drin, aber Gold. Jede Pfanne Gold. Ja. Überall was drin. Und langsam werde ich immer größer. Ne? Das ist jetzt ungefähr das dritte 1 mm Stück. Fast. Oder halbe Mine. Das meine ich, ne? Das ist jetzt roter Lehm. Das ist rot, das ist grau. Komisch ist, der graue ist hier, der rote ist hier. Aber auf selber Höhe. Und wenn man bei... Ist es Gold? Ein bisschen noch reduzieren, ist mir immer noch zu viel. Auf jeden Fall Granat ist auch enthalten, die kleinen. Hagel. Echt jetzt? Ja, das Hagel. Cool. Oh Mann. Da, seht ihr, da hängen Körner an seinem Kopf dran, hier. Eiskörner. Seht ihr dieses Loch da vorne? Das ist zum Beispiel auch so ein riesiger Abbaugrader, wo jemand gegraben hat.
Alles wurde umgegraben. Grüß Gott. Nee. Was? Alles gut? Hi. Wo ist denn das Erde? 3 Kilometer bis zur nächsten Straße, mitten im Nirgendwo. Und? Man trifft Leute, ne? Und man trifft Leute, genau. Und? Ja. Alles klar. Hammer geil, würde ich sagen, oder? Und Spechle, oder? Hammer krass. Und? Das ist unser neuer Hauptspot. Da waren noch nicht viele Leute, ne? Ne, da war noch überhaupt keiner. Ich habe noch keine einzige Stelle gefunden, wo jemand nach Gold sucht hat. Nicht eine Stelle. Und das Beste ist, der Sada hat per Pfeilprinzip einfach mal irgendwo im Bach reingespickt. 10 Pfannen, 9 Mal davon Gold bis jetzt. Ja, bei mir jetzt hier nicht unterschrieben. Jetzt nur die Frage, ob bei Gold größer oder kleiner ist, wie das, was wir bis jetzt haben. Das größte ist ein Millimeter. Ja, das ist auch ungefähr 1 Millimeter. Ja, ja. Das heißt, eins ist ein bisschen größer, 1,5. Also Gold hast du hier, Kiesbänke. Jetzt nicht irgendwie Strudeltopf, weil da ist ziemlich schnell die Lehmschicht da. Und das ist eine rote Lehmschicht. Und da haben wir unten drunter, haben wir hier in dem Gebiet noch nie was gefunden. Also ich habe hier noch nie was gefunden. Also die rote ist die Trennschicht? Ja, genau. Und weiter oben hast du dann halt die graue? Die graue Lehmschicht, oft auch in Verbindung mit einer Kiesbank oder Pflanzen. Da picht das Zeug drin. Okay, also schauen wir uns mal die graue Schicht an. Also ich habe die rote Schicht vorhin auch schon durchsucht, habe aber auch nur Black Sand drin gehabt und kein Gold. Nicht einmal großartig Black Sand mehr, dann kannst du mal ein bisschen tiefer gehen. Ja, ja. Damit geht unser Abenteuer im östlichen Teil Bayerns zu Ende. Gold haben wir gefunden und natürlich auch eine neue Stelle für unsere zukünftigen Projekte. Beim Gold handelt es sich um krümelige Strukturen, die vermutlich noch nicht sehr weit gewandert sein können. Wenn euch das Thema Goldwaschen interessiert, dann abonniert doch einfach den Kanal oder schaut euch gleich hier eine der weiteren Folgen an, die sich mit dem Thema Goldwaschen beschäftigt. Ich wünsche euch eine gute Zeit, wir sehen uns wieder am Bach, macht's gut, euer Pionier Daniel.